Digga, ich Alter. Ey! Jetzt, Heiko, komm, schalt dich mal aus. Wir müssen jetzt hier das Zeitvideo drehen. Jetzt komm, wir kriegen dafür 1 Million Euro. Wir müssen das jetzt machen. Auf, komm. Hallo, ja, und damit beginnen wir auch diesen Zeitraffer. Wir werden heute in circa 3 Minuten 70 Seiten Zeit analysieren, und zwar die neue Zeit, die jetzt rausgekommen ist. Oh. Und wir starten auch direkt mit dem Titelbild, denn dieses hat auch mit dem, was gerade passiert ist, zu tun. Schalte mich aus. Das ist im Zeitmagazin, das haben wir hier. Da haben sich die Leute von der Zeit mal wieder was ganz Tolles überlegt. Und zwar ist die Zeit so cool und hip und neumodisch und hat hier Emojis reingebaut. Wow. Boah. Vielleicht kann man damit ja ausnahmsweise auch mal die junge Zielgruppe erreichen. Auf jeden Fall. Schalte mich aus. Schalte mich aus. Seit das Smartphone immer dabei ist, sind wir nie ganz da, wo wir gerade sind. Das halte ich für einen Mythos. Hier geht es jetzt im Grunde genommen, dass einfach jeder an sein Handy hängt und dass der Trend mittlerweile wieder ein bisschen nach hinten geht. Dass viele schon wieder versuchen, nicht abhängig von ihrem Smartphone zu sein. Ich weiß gar nicht, was du laberst. Das muss aber jeder selber entscheiden, deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. So. So, Seite 9, Politik. In der Rappelkiste, so heißt der Artikel, und er geht über YouTube-Star Liv Floyd, wie er die Merkel, welcher die Bundeskanzlerin interviewen durfte. Und ganz vorweg gesagt, wir sind ja selbst YouTuber und wir kennen Flo auch, also Liv Floyd. Und wir finden es echt mega cool, dass auch so welche wie er oder wie wir die Chance bekommen haben, die Bundeskanzlerin einfach mal zu interviewen. Vielleicht hat aber auch die Bundeskanzlerin die Chance bekommen, mal ein bisschen in die Online-Media-Welt mit einzusteigen. Ja. Ja, die Bundesregierung hat es mittlerweile verstanden. Bei der Zeit fängt es mittlerweile auch an. Der liebe Floyd wurde ja ziemlich auseinandergenommen. Liv Floyd ist halt kein professioneller Journalist oder kein professioneller Interviewer, whatever. Manche Journalisten sind doppelt so alt wie Liv Floyd und haben den Bundestag noch nicht mal von außen gesehen. Ja. Von daher respektiere ich das wirklich sehr. Und ganz ehrlich, dass die Merkel vorwiegend schwammige Antworten gibt und zu verallgemeinert. Liegt daran, dass sie wohl zu oft SpongeBob Schwammkopf geguckt hat. Boah, das war so unlustig. Aber ganz ehrlich jetzt, das war doch klar. Seite 18, Fußball, Sebastian Schweinsteiger, der Seelenjunge. Oh. Verzichtet der FC Bayern München jetzt auf seine Tradition? Eine bange Frage in Zeiten des großen Umbruchs. Ich sag mal so, ohne den FC Bayern wäre der liebe Schwein ja auf alle Fälle nicht da, wo er jetzt ist. No. Und zwar bei ManU. Jetzt hat die Zeit geschrieben, passte Schweinsteiger nicht mehr ins System, war er nicht mehr gut genug. Vielleicht war auch Was? Einfach zu gut. Ja, ich glaube, ja. Schweini war zu gut. Dr. Schäubles Plan für Europa. Ja, spulen wir mal vor. So, und das war's auch schon fast wieder für diese Ausgabe. Wir haben wieder ein wenig die Zeit analysiert. Den Rest findet ihr dann natürlich in der Zeit. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.